If you're parking in daylight, but are coming back for your car at night, how will things look in the dark? Don't make it easy for the car thief. Park safe in the light. Crime. Together we'll crack it. July on NBC Super Channel takes you to the moon and back as we explore man's dreams of flight and celebrate the 25th anniversary of the first Apollo moon landings. And from fact to fiction with a short season of classic science fiction movies on Saturday nights. James Spader falls for an alien in Starcrossed and Roger Corman presents The Last Woman on Earth. Sporting highlights include the Buckler Basketball Challenge, where Europe meets the USA. And don't forget our regular update on America's summer game in This Week in Baseball. Mark Jeffries continues to explore the latest developments in modern living in executive lifestyles. And X marks the spot for NBC Super Channel's brand new show, Entertainment Express, previewing all the stars and the behind-the-scenes gossip from the world of showbiz. Join me, Clive Pearce, with Martina Byrne for Entertainment Express. And by the way, that's James Bond over there. That's just some of the highlights in July on NBC Super Channel. You're watching NBC Super Channel. Hallo, liebe Zuschauer von Eutelsat TV. Herzlich willkommen zur zweiten Sendung. Sie sehen, das Outfit hat sich ein wenig geändert. Wir wollen auch ein wenig lockerer werden. Und was sich ab heute ändert, wir werden ab heute regelmäßig einen Gast dabei haben, der mit durch die Sendung moderiert. Wir haben heute hier Herrn Michael Lang, Chefredakteur und natürlich auch Herausgeber der Zeitschrift Sat TV International. Hallo. Und er wird nachher so ein bisschen mit bei den News aktiv dabei sein. Bevor wir aber starten, wollen wir ein wenig die Übersicht noch geben. Wir werden die Hotbird-Position bekannt geben. Wir wollen das Quiz bekannt geben, die Auflösung davon. Wir werden den Satellitenbeobachterclub vorstellen. Wir werden den Freak des Monats haben, die Deutsche Welle präsentieren. Und die Firma Katran wird neue Produkte vorstellen. Also alles in allem ein rundes Programm. Und deshalb einfach auf geht's. Als Rückblick auf unsere letzte Sendung kommen wir zu unserem Quiz. Herr Lang, Sie als Chefredakteur der Zeitschrift Sat TV International bekommen ja auch regelmäßig viel Post geschickt. Was meinen Sie, wie viele Zuschriften wir aufgrund unseres ersten Quiz erhalten haben? Etwa 100, 200. Es waren zum Glück sehr viel mehr. Wir haben knapp über 500 Zuschriften erhalten. Zusätzlich noch Telefonanrufe, Telefaxe und so weiter. Und wenn die Deutsche Bundespost Postdienst nicht gestreikt hätte, wären sicherlich noch mehr geworden. Vielleicht sogar mehr Kabelzuschauer, die ja sich wahrscheinlich nicht so richtig angesprochen gefühlt haben von dem ersten Preis unseres Quiz, nämlich diesem LNC von der Firma Chaparral. Die Preise und die Teilnehmer, die geben wir am Schluss bekannt. Nun aber zu Ihrer Zeitung. Sie haben ja auch in der Zeitung zum Aufruf zur Mitarbeit aufgerufen. Wie war die Resonanz darauf? Die Mitarbeit und Reaktion war erstaunlich hoch, wobei vor allem weniger die Postkarte genutzt wurde, sondern Leute eben bei uns angerufen haben und ihre Wünsche deponiert haben, was sie gerne bei Eutelsat TV sehen möchten. Was waren denn speziell so die Wünsche dabei? An erster Stelle stand sicherlich die Information über Satellitensender, neue Sender auf Eutelsat, und an zweiter Stelle kam schon dicht auf die Sache mit Informationen über Technik, Receiver, LNCs und so weiter. Und davon wollen wir natürlich heute eine ganze Menge bieten. Schluss mit der Theorie, wir starten mit der Information. Eutelsat, der Hotbird Club, die Hotbird Position 13 Grad Ost. Als Satellitenzuschauer oder aber auch als Kabelzuschauer wissen Sie, dass es mehr als nur eine Satellitenposition gibt. Auf diversen Standorten befinden sich im Orbit Satelliten. Im Fernmeldebereich, das heißt Telefonie und Datenübertragung, war es erforderlich, dass auf einer Satellitenposition sich immer nur ein Satellit befindet.
Und zwar ist da einerseits die erhöhte Sicherheit im Orbit und andererseits die relativ hohe Bandbreite dieser verschiedenen Transponder bis zu 88 MHz. Im Fernsehbereich sieht es ein wenig anders aus. Hier brauchen die Transponder nur 27 oder 36 MHz breit zu sein, sodass hier viele Kanäle von einer Orbitposition senden können. Eutelsat wird erstmals mit dem Jahreswechsel 1994-95 auf der Position 13 Grad Ost eine hochwertige Co-Positionierung anbieten. Zu dem jetzt schon bestehenden Eutelsat 2F1, über den Sie uns jetzt sehen können, werden wir im Oktober 1994 starten den Satelliten Eutelsat Hotbird 1, den wir zu Weihnachten 1994 in Betrieb nehmen werden. Später wird dazu kommen der Satellit Eutelsat Hotbird 2. Dieser neue Satellit Eutelsat Hotbird 1 wird besondere Merkmale aufweisen. 16 Transponder mit je 36 MHz Bandbreite, 70 Watt Senderöhrenleistung und nur eine, dafür aber sehr große Ausleuchtzone. Für die Zuschauer mit eigener Antenne oder aber auch für die Kabelnetzbetreiber ist wichtig zu wissen, dass für diesen neuen Satelliten Eutelsat Hotbird 1 keine neue Außenelektronik angeschafft werden muss. Das heißt, mit dem bestehenden LNC in Ihrer Antenne können Sie alle Frequenzen des Eutelsat Hotbird 1 übernehmen. Und da die Sendeleistung höher ist als beim jetzt schon bestehenden 2F1, reicht die Antenne allemal aus. Hier in dem jetzt sehenden Bild können Sie die Ausleuchtzone des Eutelsat Hotbird 1 genau erkennen. Die Kernzone von 49 dB Watt reicht von Istanbul bis Madrid und hoch bis nach Oslo. Aber auch in Ägypten oder in Moskau oder hin bis nach Island stehen noch mindestens 40 dB Watt zur Verfügung. Eine 70 cm Antenne reicht aus in der Kernzone. Ich persönlich empfehle natürlich die 80 cm Antenne, damit Sie auch den schon jetzt bestehenden Eutelsat 2F1 empfangen können. Auf diesen weiteren beiden Bildern sehen Sie die Kanalzuweisung des Satelliten Eutelsat Hotbird 1. Wir haben sie nummeriert von 1 bis 16, da ja die Kanäle des 2F1 erst ab 20 beginnen. Und Sie sehen auch die Frequenzen, die sich im 11 GHz Bereich befinden. Jede Röhre arbeitet mit 70 Watt Sendeleistung und mit 36 MHz Bandbreite. Ob wir diese 36 MHz Bandbreite voll für ein Fernsehprogramm nutzen werden oder wie erfolgreich getestet ein 27 oder 26 MHz Analogbild übertragen und parallel dazu 9 MHz Platz haben für Digitalübertragungen oder die gesamten 36 MHz für Digitalübertragungen nutzen, zum Beispiel für 8 oder 10 Fernsehprogramme oder bis zu 100 digitale Radioprogramme, das überlassen wir natürlich wie immer den Programmanbietern. Aber nicht genug mit dem Eutelsat Hotbird 1. Der Eutelsat Hotbird 2 ist bereits bestellt und er wird im Oktober 1996 gestartet. Dieser Satellit, Eutelsat Hotbird 2, sollte mal Hotbird Plus heißen. Aber wie hätte man einen weiteren Satelliten, den dritten und vierten, nennen sollen? Plus Plus oder Plus Plus Plus? Also haben wir angefangen, diese Satelliten zu nummerieren. Hotbird 2, wie gesagt, in der zweiten Jahreshälfte 96, wird 20 Transponder anbieten mit je 36 MHz Bandbreite und je 110 Watt Sendeleistung. Wir können schalten zwischen einem Superbeam und einem Weitbeam, wobei der Superbeam größer ist als der heute bekannte Superbeam des F1 und der Weitbeam sehr viel größer ist als der heute bekannte Weitbeam des F1. Und wir können jeden Kanal einzeln schalten. Diese 20 Transponder können wir legen entweder in den 11 GHz Bereich oder in den 12 GHz Bereich, diesen DBS Bereich, wo man halt mit sehr viel Sendeleistung arbeiten kann. Wir hätten gerne den Footprint gezeigt vom Eutelsat Hotbird 2, aber der ist leider noch nicht komplettiert und wir möchten keine Spekulationen aufkommen lassen über irgendwelche Ausleuchtzonen. Wir werden diesen Footprint in Kürze nachholen. Die Sendeleistung, wie gesagt, sehr viel höher als heute durch diese 110 Watt kann man sehr viel erreichen. Und im DBS-Bereich dürfen wir ja auch die Leistung voll ausnutzen, sodass dann in der Kernzone Antennen von 40 cm Durchmesser als normal gelten dürften. Und wie viele Programme dort übertragen werden, ist noch offen. Digitaltechnik wird dann normal sein und es können daher 20 mal 20, sprich 400 Kanäle übertragen werden. Auf
diesem jetzigen Bild sehen Sie die Frequenzzuteilung der Hotbird-Position. Der bestehende 2F1 mit 12 Transpondern im 11 GHz-Bereich und 4 Transpondern im 12,5 GHz-Bereich. Der Hotbird 1, der dieses Jahr noch startet, nur im 11 GHz-Bereich. Und der Hotbird 2 ab 1996 im 11 oder 12 GHz-Bereich. Das heißt, vorhandene handelsübliche Bauteile reichen aus, um diese Satelliten empfangen zu können. Insgesamt stehen also dann geplant 3 Satelliten auf dieser Position zur Verfügung und der 2F1 wird selbst auch noch bis zum Jahre 2000 im Orbit verbleiben. Wie Sie gesehen haben, bietet Eutelsat nicht nur eine hochwertige Co-Positionierung an, sondern wir bieten auch 3 verschiedene Arten von Satelliten auf einer Position, sodass dann ein Programmanbieter wählen kann, ob er einen Weitbeam, einen Superbeam, eine schwache Sendeleistung, also Halbtransponder eines jetzigen Satelliten oder eine sehr starke Sendeleistung, zum Beispiel DBS-Bereich, Eutelsat Hotbird 2 haben möchte oder ob er analog oder digital übertragen möchte. In den nächsten Sendungen werden wir noch ein wenig auf den Hotbird 2 eingehen und dort auch hoffentlich dann den Footprint zeigen können. Herr Lang, mit Ihrer Zeitschrift SAT-TV International haben Sie etwas geschaffen, was andere Zeitungen nicht haben. Sie mischen Fernsehprogramme, fast alle Fernsehprogramme, mit leicht verständlicher Technik. Vielleicht stellen Sie Ihre Zeitung mal vor. Was wir machen, ist, eine Zeitung pro Monat herauszugeben, die den größten Anteil an Fernsehprogrammen beinhaltet. Das inkludiert natürlich auch die verschlüsselten Sender wie die Sky-Sender oder Filmnet oder sonstige. Dazu als Ergänzung und zur Unterstützung liefern wir auch Testberichte und die neuesten News eben aus dem Satellitenempfangsbereich. Sie präsentieren also auch für den Zuschauer entsprechend Geräte, neue Satellitenreceiver. Das ist richtig, wobei wir uns darauf beschränkt haben, die besten oder neuesten Geräte vorzustellen, denn der Markt ist ja sehr groß. Die aktuelle Ausgabe, die jetzt hier vor uns liegt, von der SAT-TV International, ist ja auch wieder vollgefüllt mit entsprechenden Programmen und auch mit der Information über Eutelsat-TV. Sehr richtig. Das war auch der Anlass eben, dass sich sehr viele Zuschauer von Eutelsat-TV und gleichzeitig Leser der SAT-TV eben an uns dann gewandt haben mit ihren Vorschlägen, was sie machen könnten oder was sie gerne sehen möchten. In Ihrem Magazin. Ein Programm, über das wir Sie auch berichten und wir jetzt berichten wollen, ist Deutsche Welle TV, das Auslandsfernsehen der Bundesrepublik Deutschland. Und dazu zeigen wir jetzt einen kleinen Filmausschnitt. Der Fall der Mauer am 9. November 1989 markiert das Ende der Nachkriegszeit in Europa. Ein knappes Jahr später wird Deutschland wieder vereinigt. Welche politische Rolle wird das vereinte Deutschland in der neuen Weltordnung spielen? Wie kann die deutsche Wirtschaft die Herausforderungen der Einheit meistern? Wie wird das Problem wachsender Zuwanderung bewältigt? Wie entwickelt sich die deutsche Gesellschaft im ausgehenden 20. Jahrhundert? Deutschland, das sind fast 80 Millionen Menschen, die im Zentrum Europas leben, die drittstärkste Wirtschaftsnation der Welt. Die Völkergemeinschaft erwartet vom vereinten Deutschland, dass es in der neuen Weltordnung mehr Verantwortung übernimmt. Diese Aufgabe wird sich die Bundesrepublik aus ihren geschichtlichen Erfahrungen mit kritischem Selbstbewusstsein stellen. Deshalb blicken viele Menschen auf Deutschland. Die meisten mit Hoffnung und Erwartungen, manche mit Sorge. Viele suchen nach Anregungen und Hilfe für das Leben im eigenen Land. Sie alle erwarten Informationen über die Entwicklungen in Deutschland. Informationen über Deutschland in Wort und Bild, das ist die Aufgabe von Deutsche Welle TV, weltweit. Deutsche Welle TV zeichnet ein vielfältiges und umfassendes Bild Deutschlands mit seinen Stärken und Schwächen. Über 400 Mitarbeiter aus verschiedenen Ländern produzieren täglich 16 Stunden aktuelles Informationsprogramm. 16 Stunden Nachrichten, Magazinsendungen und Features von 15 bis 7 Uhr UTC. UTC ist koordinierte Weltzeit und entspricht der Greenwich Mean Time, GMT. Von Berlin aus wird das Programm über Satellit weltweit ausgestrahlt. And we have liftoff. Liftoff for AC-1.
Eutelsat 2F1 kann man Deutsche Welle TV in ganz Europa, im Nahen Osten und in Nordafrika empfangen. Intelsat K erreicht weite Teile Nordamerikas, Mittel- und Südamerika. Über Satcom C4 wird Deutsche Welle TV in ganz Nordamerika und in der Karibik verbreitet. Über diese Satelliten kann man zusätzlich auch die Hörfunkprogramme der Deutschen Welle in UKW-Qualität empfangen. Auf einem Tonkanal das deutsche Programm, auf einem benachbarten Kanal fremdsprachige Sendungen, rund um die Uhr. Einmal am Tag für 2,5 Stunden wird das Programm über Intelsat-Satelliten auch nach Afrika, Asien, Australien und Neuseeland ausgestrahlt. Das Deutsche Welle TV-Programm ist im Halbstundenrhythmus aufgebaut. Zur vollen Stunde die Nachrichtensendung Journal, zur halben Stunde Magazine oder Features. Das Journal ist der Kern des Programms. 30 Minuten Nachrichten und Hintergrundbeiträge aus deutscher, europäischer und internationaler Perspektive. Mit ausführlichen Wirtschaftsnachrichten und umfassenden Sportberichten. 6-mal täglich allein in deutscher Sprache. Hallo, welcome to Deutsche Welles English News Journal. Saludos. Für das englisch- und spanischsprachige Publikum gibt es eigene Journalsendungen. 4-mal am Tag Journal, the News Magazine. Und 2-mal täglich Journal, el Informativo. Die Magazine von Deutsche Welle TV vertiefen nicht nur die aktuelle Berichterstattung, sondern widmen sich auch Themen, die in den Nachrichten selten Platz finden. D16, das Ländermagazin. D steht für Deutschland, 16 für die Zahl der Bundesländer mit ihrer regionalen Vielfalt und ihren kulturellen Eigenheiten. Der deutsche Föderalismus ist eine weltweite Besonderheit. D16 erklärt, wie er funktioniert. Boulevard Deutschland. In Live-Gesprächen mit Experten werden die Informationen der Nachrichtenmagazine ergänzt und vertieft. Boulevard Deutschland bringt Themen, die in reinen Informationssendungen nicht berücksichtigt werden können. Von Musik über Unterhaltung bis zu den neuesten Nachrichten aus dem Showbusiness. Immer mit dabei Co-Moderator Ferdinand Friedmann. Aber dann gibt's auch Sendung, und zwar von Montag bis Freitag. Eine Stunde live. Im Anschluss an Boulevard Deutschland gibt die Presseschau einen Überblick über ausgewählte Kommentare der deutschen Presse. Die Europamagazine von Deutsche Welle TV berichten kontinuierlich über die Europäische Gemeinschaft. Ein in der Geschichte einmaliges Gebilde. 12 unabhängige Nationalstaaten haben sich entschlossen, ihre Grenzen untereinander abzubauen und bis zum Jahr 2000 die politische Union und eine gemeinsame Währung zu verwirklichen. Eines der Magazine heißt Drehscheibe Europa. Analysen und Hintergründe über das Europäische Haus, das Zusammenleben der verschiedenen Völker und einen der größten Binnenmärkte der Welt. Qualitätssiegel für Produkte aus Deutschland heißt Made in Germany. So heißt auch das Wirtschaftsmagazin von Deutsche Welle TV. Jede Ausgabe des wöchentlichen Magazins behandelt einen thematischen Schwerpunkt, zum Beispiel Industrieaufbau und Sanierung des ostdeutschen Wirtschaftsraumes. Dazu Berichte über Firmen, Fakten und Trends aus der deutschen und europäischen Wirtschaft sowie das Neueste von der Frankfurter Börse. Das Bonner Studio von Deutsche Welle TV bringt Plenum ins Programm. Im bundespolitischen Magazin stehen Themen aus der noch Regierungsstadt Bonn auf der Tagesordnung. Vom Bundeshaushalt bis zum Umzug von Parlament und Regierung nach Berlin. Trio, das Kulturmagazin, räumt mit dem Vorurteil auf, Kultur sei ein Privileg von Minderheiten. Deutsche Kultur ist mehr als Schiller und Goethe. Trio informiert deshalb nicht nur über klassische Bereiche wie Literatur, Musik, Theater oder bildende Kunst, sondern auch über Alltagskultur, Mode und Design. Grad spricht das junge Publikum an. Jedes Wochenende 90 Minuten Informationen über alles, was junge Leute interessiert. Schnelle Schnitte, rasantes Tempo und viel Musik. 100 Grad. Wieder.
Im Wechsel mit den Magazinen bringt Deutsche Welle TV ein dichtes Feature-Angebot in deutscher, englischer und spanischer Sprache. Ausführliche Reportagen und Dokumentationen aus Kultur und Wissenschaft, aus Politik und Wirtschaft. Und Porträts über Menschen, die im Rampenlicht stehen. Seit 1992 sendet Deutsche Welle TV aus Deutschland in alle Welt. Mit sachlichen Informationen und journalistischer Kompetenz, mit vielfältigen Magazinen und einem interessanten Feature-Angebot hat Deutsche Welle TV seinen Platz gefunden. Informationen über Deutschland. Ein Beitrag zum besseren Verständnis. Weltweit. Die Veranstaltung heute demonstriert ein Stück medienpolitischer Schulterschluss zwischen dem Programmveranstalter Deutsche Welle und der Satellitenbetreiberorganisation Eutelsat. Denn unsere Interessen ergänzen sich und das ist immer eine gute Basis für eine erfolgreiche Partnerschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, lassen Sie mich in diesem Zusammenhang auf die Pläne der Deutschen Welle eingehen, die im Ausland häufiger bekannter ist als im Inland und in bundesdeutschen Landen in einer großen Medienvielfalt, wie Sie alle wissen, eine Medienblume ist, die etwas im Verborgenen blüht. Mit der Einführung von Deutsche Welle TV am 1. April 1992, Frau Franke hat bereits davon gesprochen, Programm von 17 Uhr bis 7 Uhr überwiegend in deutscher Sprache, aber zeitweise auch in Englisch und Spanisch. Eutelsat deckt ganz Europa, den Nahen Osten und Nordafrika ab. Seit dem 1. November des Jahres 1992 sehen Sie DWTV über Intelsat K in der Osthälfte Nordamerikas und in ganz Lateinamerika. Ferner nutzen wir den Satcom C4 für ganz Nordamerika bis Hawaii und Alaska und die Karibik. Gleichzeitig läuft natürlich Deutsche Welle und dies ist der interessante synergetische Effekt für beide Teile unseres Hauses, Hörfunk und Fernsehen, auf den Soundcarriers. Wie sehen die Zukunftsperspektiven der Deutschen Welle aus? Wir streben eine weltweite Ausstrahlung unseres Fernsehprogramms rund um die Uhr an, was allein schon wegen der unterschiedlichen Zeitzonen erforderlich ist. Wir sind in Verhandlungen mit den beiden großen öffentlich-rechtlichen Systemen, ob wir nicht zusammen einen 24 Stunden umfassenden, informationsbestückten, informationsorientierten rund um die Uhr-Kanal anbieten. Meine Damen und Herren, es wäre ein Ausdruck teutonischer Kirchturmspolitik. Wenn uns das nicht gelingen sollte, wären gleichzeitig die BBC in die großen Regionen der Welt mit 24-Stunden-Programme über den World Television Service geht. Wir konzentrieren uns dabei auf Information, weil das unser Geschäft ist. Wir haben einen Transponder auf dem im Bau befindlichen AsiaSat 2 reserviert, der im März 1995 gestartet und ab Mai, Juni sendebereit sein wird. Asien ist für uns ein wichtiger Kontinent. Lassen Sie mich zum Schluss noch ein Wort zur Zukunft sagen und gleichzeitig einen ganz herzlichen Dank an meine beiden tüchtigen Kollegen Uwe Schupp und Uwe Taubert von der Marketingabteilung sowie dem Pressechef unseres Partners, Herrn Zippel, für die ausgezeichnete Vorbereitung dieser Veranstaltung sagen. Satellitenzuschauer sind nicht unbedingt die normalen Zuschauer, sondern auch viele Freaks und Fans mit entsprechend großen Antennen. Viele davon werden auch die SAT-TV international lesen oder auch bei Ihnen anrufen. Das ist richtig. Sie melden sich sehr stark bei uns und sind ja auch im Prinzip eine sehr wichtige Gruppe, die die ganzen Satellitenprogramme sehr genau verfolgt. Wenn Sie sich auch zu dieser Gruppe zählen, sollten Sie sich mal bei SAT-TV melden. Rufen Sie bei uns an. Die Telefonnummer wird eingeblendet. Bei einem waren wir schon zu Gast, bei Jörn Krieger. Und diesen Beitrag zeigen wir jetzt. Ja, wir sehen gerade ein Fernsehprogramm aus Ägypten, über Eutelsat. Und das ist nur eins von ungefähr 200 Fernsehprogrammen, die ich über meine Satellitenempfangsanlage empfangen kann. Angefangen habe ich mit dem Hobby 1989,
Damals starteten die ersten privaten Hörfunksender hier in Baden-Württemberg. Dann kaufte ich mir eine große Radioantenne. Die montierte ich aufs Dach, die war auch drehbar und ich konnte über 100 verschiedene Radioprogramme empfangen. Dann dachte ich, das Gleiche muss doch auch beim Fernsehen geben. Also montierte ich kurze Zeit später eine Satellitenempfangsanlage aufs Dach. Die habe ich heute noch und mittlerweile kann ich, wie gesagt, über 200 Fernsehprogramme empfangen. Die von Eutelsat gehören natürlich genauso dazu wie von anderen Satelliten. Wir können ja mal durchschalten, was auf dem Eutelsat auf 16 Grad Ost alles drauf ist. Zum Beispiel haben wir hier ein Programm aus Ungarn, Duna TV oder BP1, Polsat. Wir haben TV7 aus Tunesien. Ja, das Interessante ist natürlich, so viele Programme zu empfangen, die andere nicht empfangen können. Jeder kann ARD, ZDF und RTL empfangen, aber niemand kann zum Beispiel Programme aus dem Iran, aus Ägypten oder aus Tunesien sehen. Das ist also das Motto, ich sehe was, was du nicht siehst. Am interessantesten sind für den SatDXer natürlich die Programme, die nicht für ihn bestimmt sind. Zum Beispiel Überspielungen von den Fernsehanstalten untereinander. Wenn zum Beispiel für die Tagesschau ein Korrespondentenbericht aus Washington überspielt wird, dann kann ich den hier über meine SAT-Empfangsanlage auch empfangen. Da wartet also jetzt der Reporter hier auf seinen Einsatz. Im Ohr hat er wahrscheinlich die Abnahmestation. Das hier geht hier. Haben wir auch mal den Ton. Das ist offenbar ein Italiener. Dieser Korrespondentenbericht ist in relativ schwacher Signalqualität. Das heißt, ohne einen leistungsstarken und natürlich auch kostenteuren Receiver könnte ich das Programm gar nicht empfangen. Manche sagen, das ist ein Freak, ein Spinner. Uns langen die vier Programme, die wir über unsere Hausantenne empfangen. Und andere bewundern mich und können gar nicht glauben, dass ich so viele Fernsehprogramme empfangen kann. Am Anfang, muss ich sagen, waren natürlich alle, auch die Familie, sehr skeptisch, weil es ist natürlich schon so, dass man für ein Hobby eine gewisse Zeit immer investiert. Bei mir ist es also so, dass ich ungefähr 1 bis 2 Stunden täglich durch die Programme schalte und nach neuen Frequenzen, neuen Sendern und einfach Neuigkeiten, die es auf den Satelliten gibt, suche. Was bringt das? Das bringt, ja, es ist ein gewisser Jagdinstinkt dabei. Das heißt, man versucht auch immer der Erste zu sein, der was Neues entdeckt, zum Beispiel eine neue Frequenz. Es steckt schon der persönliche Ehrgeiz dahinter, weil man dann natürlich auch sich in der Branche einen gewissen Namen macht. Das heißt, der entdeckt die meisten Programme, das heißt, der hat auch die beste Anlage, der kann am meisten sehen. Und das ist dann auch der gewisse Ehrgeiz, der einen treibt. Tja, am Anfang war natürlich alles sehr skeptisch, weil das ein neues Hobby war. Damals vor 5 Jahren eine Satzschüssel auf dem Dach. Die Nachbarn haben zuerst gedacht, da hockt einer vom KGB, der will Spionagesignale empfangen. Aber mittlerweile hat ja fast jeder eine Satzschüssel auf dem Dach und da ist es nichts Besonderes mehr. Aber damals, wie gesagt, war es gar nicht so alltäglich und ich musste mich erstmal durchsetzen gegen all die Vorurteile, die dort aufgebracht wurden. Aber mittlerweile wird das allgemein sehr respektiert und ich habe auch viele neue Bekannte und Freundschaften geschlossen. Das war der Freak dieses Monats. Mal sehen, wer es nächsten Monat wird. Wie gesagt, melden Sie sich bei uns, wir stellen Ihre Anlage vor. Gleichbedeutend mit den Satellitenfreaks ist aber auch der Satellitenbeobachterclub. Er entstand eigentlich aus den Satellitenfreaks. Mittlerweile hat er sich etabliert. Es ist eine richtige Firma schon fast geworden, geführt von Christian Brenner aus München. Und die Deutsche Welle hat bereits einen ganz tollen Film darüber gedreht. Diesen Film wollen wir Ihnen nicht vorenthalten, zumal er schon weltweit über Deutsche Welle TV gesendet wurde. Ach ja. Ja, ja. Da oben im Orbit ist halt ein unglaubliches Gedränge. Der Orbit, ein unendliches Jagdrevier. Die Beute, eine üppige Auswahl an Radio- und Fernsehkanälen aller Welt. Polen, Dubai, Italien, Ägypten, auf bewegte Bilder will man nirgendwo verzichten. Doch der Betrachter dieses Konzertes im fernen Kairo sitzt nicht etwa in Ägypten, sondern in einem Frankfurter Vorort.
Hartmut Winkelmann ist eigentlich Zahnarzt. Seine Lieblingspatienten jedoch stehen auf dem heimischen Dach. Dr. Winkelmann hat ein ausgefallenes Hobby. Er outet sich als Homo Satellitus. Ich denke, es ist die Reduktion auf Jäger und Sammler. Das heißt, wir jagen neue Stationen, wir suchen täglich den Kosmos quasi ab und wir sammeln natürlich auch. Das heißt, die Anzahl der Programme, die dann eingespeichert wird, nimmt ständig zu. Derzeit sind es also schon bei mir zum Beispiel über 200 allein an einem Empfänger, sodass die Plätze gar nicht mehr ausreichen. In 36.000 Kilometern Höhe, da ist jede Menge los. Winkelmanns Schüsseln knacken den Übertragungscode von mehr als 30 der um die Erde kreisenden Satelliten. Winkelmann ist nicht allein. Er ist nur eines von den mehr als 300 Mitgliedern des internationalen FBC, des Satellitenbeobachterclubs. Das Neueste findet sich in einschlägigen Magazinen und einen eigenen Nachrichtendienst hat der SBC auch. Der kommt bei Anruf über Fax. Diesem unscheinbaren Wohnhaus bei München finden wir die Zentrale des Vereins. Beim Vorsitzenden Christian Brenner laufen alle Drähte zusammen. Doch das Herzstück dieses Netzwerkes von Orbit-Voyeuren summt im Keller vor sich hin. Ein Turm von Computern und einige Bildschirme, der Datenspeicher für die Anrufer. Stolz erläutert Herr Brenner das derzeitige Angebot für die Interessenten des Satelliten-Info-Service. Hier können die Leute eben per Faxgerät Informationen abrufen. Zum einen mal unseren Nachrichtendienst, der Telefax, zum anderen unsere Frequenztabellen. Das sind die beiden großen Punkte, die der SBC anbietet. Seit neuestem bieten wir auch eine Programmübersicht für PTV-Sender auf Astra und den anderen Sendern an. Die Post verdient fleißig mit. Gegen entsprechende Gebühr erhält der Anrufer auf seinem heimischen Faxgerät alle Bewegungen auf mehr als 700 Kanälen. Gespeichert und aktualisiert wird das Ganze täglich auf dem Münchner Clubcomputer durch die Korrespondenten des Clubs. Sportgeist treibt die Ergebnisse voran. Wer was Neues entdeckt, wenn das eine ziemlich spezielle Sache ist, ist natürlich jeder stolz drauf, sowas als erstes entdeckt zu haben. Und in der Szene macht man sich da auch einen Namen, wenn man sagt, okay, der findet immer die meisten Sender. Also es hat schon auch was mit Art Imagegewinn zu tun. Hartmut Winkelmann ist einer der Aktiven. Frauen gibt es, wen wundert's, im Übrigen kaum im SBC. Die Trophäen seiner Pirsch durch die Frequenzen bewahrt er, vom Bildschirm aufgezeichnet, in einem Album auf. Ground Control to Major Tom. Warum interessiert ihn diese Bilderflut? Ground Control to Major Tom. Weil ich die Möglichkeit habe, in Direktzuspielbetrieb von Sendeanstalten auch hineinzuschauen. Und ich kann genau vergleichen, was kommt dann am Abend, zum Beispiel in der Tagesschau, und wie viel von Informationen wird aus was für Gründen auch immer selektiert. Und ich meine, dass die ursprüngliche Angebotspalette irgendwie freier und befriedigender ist. Ich habe das Gefühl, unabhängiger zu sein. Memory Audio Circuit from Reuters Television, London. Ein wenig Technikbegeisterung gehört natürlich auch dazu. Ihre Energie schöpfen die Clubmitglieder nicht zuletzt aus der Hoffnung auf eine der wenigen Sternstunden der Beobachtung. Und dann war es wieder soweit. Aus dem Orbit erscheint die zeitlose Schönheit der Filmdiva Zsa-Zsa Gabor. Sie ist ungeduldig und wartet auf den Beginn eines Interviews mit einem verborgen bleibenden Interviewpartner. Jetzt sitze ich hier morgens um 4 Uhr in meinem Bett, sagt sie. Wann geht es endlich los? Ein großer Augenblick für einen Satellitenbeobachter. Weidmanns Heil. Und hier wieder die Eutelsat-News. Neuer Sender. Neu auf Eutelsat wird der anlässlich der Medientage in Köln vorgestellte Sender ZAPP-TV sein, der quasi eine Fernsehzeitschrift im Fernsehen ist. Wir stellen diesen Sender in einer der nächsten Sendungen vor. Richtfunkstrecken. Das Bundesministerium für Post- und Telekommunikation in Deutschland hat Zulassungsvorschriften für neue Richtfunkstrecken herausgegeben.
Die neuen Frequenzbereiche sind 4, 6, 23 und 38 GHz Bereich. Damit werden dann hoffentlich die Richtfunkstrecken im 11 GHz Bereich abgebaut. Marktanteile. Die Fernsehzeitschrift TV Spielfilm hat eine Marktanteilstatistik DTH Direktempfang der Satellitenbetreiber veröffentlicht. Dort ist ersichtlich, dass die Arbeit von Eutelsat Marketing Früchte trägt. Die Marktanteile sind laut TV Spielfilm bei 14,9% reiner Eutelsat-Anteil und 10,7% zusätzlicher Anteil, zum Beispiel Multifeed und Drehanlagen. Tendenz steigend. Bei dem Kabelempfang liegt Eutelsat eh bei 99%. Einstellung einer Radiosendung. Die Einstellung des DX aktuell von Deutschland Radio Kultur zum 1. Oktober geplant. Die 191. Sendung soll die letzte sein. Gehört Fernempfang nicht zur Kultur in Europa? Wer die Sendung weiterhin hören möchte, schreibe bitte an das Deutschlandradio Berlin. Die Adresse erfolgt am Schluss der Sendung. Reuters TV. Reuters TV bietet nunmehr digital über den Eutelsat 7 Grad Ost 2F4M auf Transponder 49 eine digitale TV-Zuführung an. Reuters TV ist damit der erste Sender, der diesen Dienst ausnutzt. VW über Satellit. Über den Eutelsat 7 Grad Ost verbindet VW in Kürze über 6000 Fachhändler mit Terminals zum schnellen Datenaustausch. Eurovision. Die EBU, die Eurovision, bietet ab sofort allen Interessenten und Programmanbietern Satellitenkapazität an. Bisher waren die 6 Kanäle der EBU nur den EBU-Mitgliedstaaten zugänglich. Werbung. Werbemittelpakete für Fachhändler. Fachhändler können ab sofort beim Eutelsat Werbemittellager ein Werbegrundpaket kostenfrei bestellen. Adresse am Schluss. Umsatz. Eutelsat in 1993 mit deutlich gestiegenem Umsatz. Ein Gewinn von 33,6 Millionen EQ war bei einem Umsatz von 244 Millionen EQ zu erzielen. Ein EQ sind ungefähr 2 D-Mark. Videotext. SatTV International mit Videotext auf NBC Super Channel auf Seite 742. Damit können alle TV-Haushalte mit Videotext europaweit auf einen deutschsprachigen Satelliten-Videotextdienst zugreifen. Hotline. Die Fachzeitschrift Telesatellit aus München hat wieder eine Satelliten-Hotline. Norbert Schlammer beantwortet dort Fragen und gibt Tipps. Die Telefonnummer dieser Hotline finden Sie auf einer der Infotafeln. Nochmal Hotline. Die Leserhotline der SatTV International ist Dienstag und Donnerstags von 12 bis 17 Uhr besetzt. Beachten Sie auch hier die Infotafeln. TV-Sendung. TSTV, die TV-Sendung für den Satellitenfreak, jeden letzten Freitag eines Monats über Eutelsat 13 Grad Ost, Transponder 33. Superbeam. Um 21 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit oder 21 Uhr mitteleuropäischer Zeit. TSTV wird von der Zeitschrift Telesatellit aus München produziert. Neue Bauteile für Multifeed. Fast alle Hersteller bieten mittlerweile 4x4 Multiswitches an. Dadurch können 2 Orbitpositionen über Multifeed an 4 Receiver angeschlossen werden. Das waren die heutigen News. Wenn Sie etwas an Neuigkeiten haben oder etwas veröffentlicht haben möchten, so schreiben Sie uns. Schreiben Sie bitte an die Deutsche Eutelsat Agentur. Und wir werden Ihre Neuigkeiten dann in einer der nächsten Sendungen veröffentlichen. An dieser Stelle wollen wir Ihnen wieder die wichtigsten Fragen beantworten, die an den Infotelefonen von Eutelsat oder von der SatTV International gestellt wurden. Warum hat der türkische Anbieter Kanal 6 abgeschaltet? Der Sender Kanal 6 hat nicht abgeschaltet. Er war bisher auf 2 Kanälen eines Transponders, einmal SNG und einmal rückwärts wieder als normales Fernsehprogramm. Die Lizenzen in der Türkei erlauben nunmehr eigenständige Fernsehprogramme, sodass nur noch ein Kanal benötigt wird. Und Sie finden jetzt den Kanal 6 auf der Frequenz 11134 GHz. Sind neue griechische Programme geplant? Ja, diese Frage bekommen wir sehr häufig gestellt. Griechische Programme, neue, waren geplant für den Eutelsat 2F5M 36 Ost, der leider mit Ariane ins Meer gestürzt ist.
Und wir haben leider derzeit keine freien Transponder, nicht mal auf der alten Bauserie 1. Also zurzeit müssen wir uns ein wenig gedulden. Viele Anrufer fragen, was mit Tamil TV los ist. Ja, der World Tamil TV sendet weiterhin auf 16 Grad Ost, immer noch in der Testausstrahlung, in einem Timesharing-Programm mit dem Papst, dem entsprechenden Telepatsche, oder auch mit dem Programm aus Albanien. Aber es soll später gewechselt werden auf den Satelliten Eutelsat 10 Grad Ost. Wann er jedoch ist, dieser Wechsel, können wir derzeit leider noch nicht sagen. Wo kann man eigentlich ein Eutelsat-Modell kaufen? Sie meinen jetzt speziell diese kleinen Satellitenmodelle? Die Modelle, ja, nicht die großen, richtigen, nein, sondern die kleinen. Nein, nein. Es gibt also eine Firma, die für uns den Versand übernommen hat. Das ist die Firma SAT-TV in der Nähe von Bremen. Das Modell kostet 299 Mark und die Telefonnummer lautet 04794277. Mehr eine technische Frage. Warum benötige ich trotz Superbeam mit 52 dB eine 80 cm Antenne? Ja, die Eutelsat-Satelliten der Baureihe 1 können ja umgeschaltet werden, Superbeam, Whitebeam. Die Superbeam-Kanäle sind meistens die Transponder mit 72 MHz Bandbreite. Dort werden zwei TV-Kanäle untergebracht, zum Beispiel Kabelkanal RTL2 oder Viva und Eurosport. Dann geht natürlich je Kanal Leistung verloren und deshalb benötige ich die 80 cm Antenne, weil eigentlich nur 47,5 dB Watt zur Verfügung stehen. Aber jetzt habe ich mal eine Frage an Sie. Wo kann man eigentlich die SAT-TV überall beziehen? In vielen Ländern Europas, hauptsächlich natürlich in Deutschland, Schweiz und Österreich. Und dann haben wir kürzlich auch den Vertrieb in Luxemburg und Dänemark aufgenommen. Das heißt also im gesamten deutschsprachigen Raum eigentlich? Das ist richtig. Okay, schönen Dank. Bitte. Nach der ewig grauen Theorie wollen wir nun zur Antennentechnik kommen. Sie sehen, dass wir hier ein wenig umgebaut haben. Wir haben eine Parabolantenne dabei und wir haben vor allem einen anderen Gast dabei, den Herrn Karl-Heinz Kater von den Katrainwerken, nicht aus Rosenheim, sondern vom Büro Essen. Bevor wir aber zur Antennentechnik kommen, vielleicht ein paar Worte zu der Firma Katrain, denn nicht jeder ist ein antennenvisierter Zuschauer. Ja, die Firma Katrain ist der älteste Antennenhersteller der Welt. Wir sind einer der führenden Anbieter in den Satellitenanlagen, haben unser Stammhaus in Rosenheim und sind 16 Mal innerhalb des Bundesgebietes vertreten, sowie 60 Mal weltweit. Katrain Antennentechnik, gerade bei der Satellitenantenne, bekannt durch Satan, viele sagen Satan dazu. Multifeed ist aber unser Thema dabei. Wir haben hier aufgebaut ein Doppelfeed-System. Vielleicht ein wenig zu der Technik gerade aus dem Hause Katrain. Ja, wir haben uns also entschlossen, ab 75 cm, 90 cm im Offset-Spiegelbereich auch schon im Standard mit solch einer Platte dann schon 3 bis 4 Grad Abstand Satelliten empfangen zu können. Das heißt also eine Schüssel, zwei Speisesysteme, entsprechend zwei Satelliten. Will man mehr als 3 bis 4 Grad auseinandergehen zwischen den einzelnen Satelliten, haben wir hier diese Platte, sprich SAS-94, die dann also auch die Möglichkeit gibt, zwischen 3 bis 9 Grad unterschiedliche Satellitenabstände zu empfangen, dementsprechend also auch zum Beispiel Astra oder den Eutelsat Hotbird. Aber man kann jetzt, wie Sie schon sagen, mit der großen Schiene hier im Prinzip ein weiteres LNC einsetzen und hat dann die Möglichkeit, 3 Satellitenpositionen zu empfangen. Das wäre mechanisch möglich. Von der Zusammenschaltung her gehen wir eigentlich von 2 Speisesystemen in der Multifeed-Anlage aus. Und gerade jetzt hier bei den zwei Speisesystemen, Multifeed oder Double Feed, wie es auch genannt wird mittlerweile, ist es ja möglich, die Eutelsat Hotbird Position 13 Grad Ost und die Satellitenposition 19,2 Ost zu empfangen und zusammenzuschalten. Das ist richtig. Diese Zusammenschaltung passiert dann zum Beispiel für den Einzelteilnehmer mit dieser sogenannten EXR-12, die also jeweils zwei Eingänge hat, für den einen Satelliten sowie für den anderen Satelliten, dementsprechend hier einen Ausgang und dann eben beide Satelliten zusammen auf den Receiver geschaltet werden können. Wie schaltet das um? Mit welcher Frequenz oder mit welchen Spannungen? Ja, wenn wir bis dato eigentlich im Sprachgebrauch immer von der 14-18 Volt Umschaltung gesprochen haben, so muss man hier sehen, ist eine zweite Schaltmöglichkeit dazugekommen, denn wir müssen ja vier Bedingungen erfüllen, denn wir haben ja jetzt horizontal 1-2 Satellit, vertikal 1-2 Satellit und dementsprechend ist ein sogenannter 22 Kilohertz Ton aufgeschaltet, noch auf dem 14 Volt und 18 Volt.
sodass wir also die Schaltmöglichkeit haben, 14, 18 Volt ohne 22 kHz Ton für den einen Satelliten und 14, 18 Volt mit dem 22 kHz Ton für den zweiten Satelliten und dementsprechend untereinander schaltbar. Und dieser 22 kHz Ton, der kommt aus dem Receiver heraus, das heißt, der wird mit einprogrammiert, so wie man andere Programmierungen vornimmt. So ist es richtig, das kann man also bei den meisten Cat3-Receivern derzeitig schon tun, dass der 22 kHz Ton mit aufgeschaltet wird in der Programmierung für jeden Programmplatz einzeln getrennt. Aber auch hat die Firma Cat3 bezüglich für ältere Receiver die Möglichkeit geschaffen, in einem EXR19 hier zum Beispiel die SKU, die ja nun auch ältere Receiver noch haben, zu nutzen, um mit diesem Zusatzgerät EXR19 einen 22 kHz Ton zu erzeugen. Und dementsprechend also auch ältere Receiver, ältere Bauart, nutzbar sind für den Multifeedbetrieb. Wir haben zwar gesehen, die Umschaltung für den Einzelteilnehmer, wobei der Einzelteilnehmer, wenn er Platz hat, ja meistens eine drehbare Anlage baut, um noch mehr Positionen empfangen zu können, ist ja Multifeed gerade ideal für kleine Satz-ZF-Verteilung. Das heißt also 2, 3, 4 oder vielleicht sogar noch mehr Teilnehmer und dafür benötige ich ja wohl andere Umschalteinrichtungen. Das ist richtig, da haben wir dann hier zum Beispiel diese EXR44, die also mit 4 Eingängen belegt ist und 4 Ausgängen, sodass ich also die Möglichkeit habe, genau diese Speisesysteme, wie Sie hier sehen, horizontal, vertikal, auf die jeweiligen Eingänge zu führen und dann entsprechend mit 4 Teilnehmern oder mit 4 Receivern, 4 Teilnehmer unabhängig voneinander zu bedienen, nach der gleichen Technik, wie wir es gesehen haben hier bei der Einzelanlage. Also auch 14, 18 Volt und 0 oder 22 Kilohertz. So ist es richtig, ganz genau. So die gleichen 4 Funktionen wie bei der Einzelanlage auch, bloß eben hier für 4 Teilnehmer. Durch Vorwegschalten von entsprechenden Verteilern wird man dann sicherlich mehrere von diesen Multiswitchen, wie man so schön im Sprachgebrauch sagt, zusammenschalten können. Bis wie viele Teilnehmer rentiert sich sowas oder rechnet sich sowas überhaupt? Ja, erstens, es lässt sich also schon zusammenschalten, ganz klar. Denn jetzt die Stufe wären dann 8 Teilnehmer. Ja. Ich denke, dass es sich auch mit verschiedensten Bauteilen von der Firma Cat3 bis 16 Teilnehmer zusammenschalten ließe. Ich denke aber wiederum, dass es ab 16 bis 20 Teilnehmer, wenn man mal über den Komfort sprechen würde, schon die Möglichkeit besteht, eine Aufbereitungseinheit, wo wir dann also nicht mehr die Satz-ZF zum Teilnehmer schicken, sondern wo wir eben schon an einer sogenannten Kopfstation die Satz-ZF aufbereiten und diese dann ganz normal als TV-Programm, wie wir es kennen, zweite, dritte Programm, in das Netz einspeisen können. Was ja aber eigentlich typisch war bei den Cat3-Antennen bisher, dass hier vorne in dem Speisesystem nicht solch eine kleine Kunststoffhaube eingesetzt ist, sondern eine etwas größere. Das war das Markante eigentlich auch der Cat3-Antennen. Warum sind die hier nicht mehr eingesetzt worden? Das ist richtig. Markant ist die runde Form. Die wird auch bleiben, das sei schon mal vorweggenommen. Ansonsten lässt sich hier sehr gut erkennen, wenn Sie vielleicht noch einmal das Speisesystem hineinhalten, werden Sie feststellen, dass das natürlich mit dieser runden Form gar nicht mehr möglich gewesen wäre. Das heißt also, Multifeed bedeutete eine neue Konstruktion der äußeren Form unserer Speisesysteme. Die innere Technik ist bei der alten runden Form genauso wie hier bei der Rechteckform. Und wie ich schon vorhin erwähnte, wir werden also die runde Form, weil sie eben argumentativ sehr wichtig ist, auch für den Fachhandel, beibehalten, müssen natürlich hier für Multifeed so eine Rechteckform haben. Für den Techniker, für den Fachhändler, der versteht das, IP54 ist also diese Bauform genauso wie die runde Bauform. Also von der Sicherheit Wasser genauso wie rundeckig. Ja, das heißt also Spritzwasser geschützt, sodass der Kunde keine Gedanken sich machen muss, vielleicht so eine Plastiktüte darüber wegzuziehen. Nein, wir liefern ja auch keine Plastiktüte mit, sondern wie schon erwähnt, es ist beide Male dasselbe, ob er die Rechteckform hat oder ob er eben die runde Form kauft. Ja. Bei Cat3 ist ja auch noch markant, gerade beim Vertriebssystem, dass die Cat3-Produkte ja wirklich über den Großhandel, Fachhandel ausgeliefert werden. Ja, das ist uns auch sehr wichtig, dass diese Vertriebsschiene, so will ich sie einmal nennen, auch erhalten bleibt. Und so dementsprechend haben wir natürlich auch unser Servicepaket. Man muss ganz klar sagen, wir haben unsere Außendienstmitarbeiter, wir haben unsere Fachberater, wir haben unsere Techniker und wir haben natürlich auch zu dem Personal auch einige, sie halten etwas in der Hand, papiermäßiges. Wir geben so im Turnusmäßig circa 1 bis 2 Monate eine sogenannte News heraus, wo also dann auch Neuigkeiten der Firma Cat3, aber auch der Satellitenbetreiber, so wie ja in diesem Falle der Ausgabe 25 auch etwas über Eutelsat Hotbird drin steht. Und damit unterstützen wir natürlich auch den Fachhändler. Ja, dies ist ein spezielles Produkt, was an die Fachhändler geht. Die Endverbraucher werden aber sicherlich auch Prospekte bei Ihnen beziehen können. Über den Fachhandel, sicher. Wir stellen also auch dem Fachhandel natürlich Prospekte, ob jetzt auch des Einzelgerätes, nicht nur eben die für den Fachhändler selbst interessant sind, sondern für den Endverbraucher. Die kann der Fachhändler, Großhändler von uns natürlich auch bekommen. Die Firma Cat3 hat ja aber nicht nur Satellitenantennen oder Speisesysteme im Programm, sondern sie bieten ja viel mehr. Terrestrische Antennen, Kabel,
Kanalaufbereitungen, Antennendosen, aber auch der Profibereich gehört zu Ihrem Vertriebsweg. Ja, und aus dem Profibereich werden wir zukünftig dann auch unsere Offset-Schüsseln etwas vergrößern, sodass wir auch dann 1,50 Meter Offset-Schüsseln haben, die dann auch mit Multifeed versehen können und dementsprechend eventuell auch GA-Anlagen, was ja bis 90 cm nicht unbedingt möglich ist, einspeisen zu können. Das heißt also, die Fachhändler, die schon gelistet sind, bekommen automatisch von Ihnen die Informationen und Kunden oder Fachhändler, die noch keine Kunden bei Katrain sind, können dann diesen Katalog über die Adresse anfordern, die wir am Schluss auf den Infotafeln einblenden. Schönen Dank, dass Sie hier waren. Gern geschehen. So, und hier kommen wir nun wieder zu unserem Quiz. Die Frage in der letzten Sendung war natürlich sehr leicht zu beantworten. Es handelt sich natürlich um 13 Grad Ost. Die Gewinner dieser Quizfrage ersehen Sie im Schluss auf den Infotafeln. Unser neues Quiz für heute. Wir haben dieses Mal zwei Fragen, weil wir auch sehr viele interessante Preise haben. Die Frage 1 lautet, wie heißt der Satellit, den Eutelsat noch 1994 starten wird? Ist es der Hotbird Plus? Ist es der Hotbird? Oder ist es der Hotbird 1? Die Frage sehen Sie auch nochmal am Schluss der Sendung. Zu gewinnen gibt es eine komplette 80 cm Satellitenanlage zum Empfang der Hotbird-Position, gespendet von Eutelsat, Modell Arcon. Einen Katrain-Satellitenreceiver USD 93 Twin, ideal für Multifeed-Anwendungen, und den WM-FIFA-Fußball von Katrain, der für eine bestimmte Fachhandelsaktion im Augenblick dazugegeben wird. Wir haben einen Videodat-Decoder, auch von Katrain. Damit können Sie aus den Pro7-Signalen die gesamten PC-Informationen auf Ihren Computer geben. Und die Zeitschrift SatTV International wird 5 Jahresabos verlosen. Die zweite Frage ist natürlich ein wenig schwerer. Die Frage lautet, wie schnell in Stundenkilometer fliegt der Satellit Eutelsat auf 13 Grad Ost? Wir haben zwei Vorgaben dafür. Wir gehen davon aus, dass der Erdumfang 40.000 Kilometer ist und dass der Satellitenabstand Erde-Satellit 36.000 Kilometer ist. Also hier heißt es ein wenig rechnen oder schätzen. Aber dafür ist der Preis auch sehr interessant. Der Gewinner wird Gast sein auf der Eutelsat Hotbird Startparty, welche im Oktober, November diesen Jahres in München stattfinden wird, anlässlich des Starts des Eutelsat Hotbird 1. Also da muss man schon ein bisschen mehr dazu tun. So, das war's. Das war die heutige Sendung, unsere zweite Sendung. Ich hoffe, es hat Ihnen allen Spaß gemacht. Wenn Sie wollen, sehen und hören wir uns wieder in einem Monat. Allen, die jetzt in Urlaub fahren, wünsche ich Ihnen eine schöne Reise, gutes Nachhausekommen vor allem. Alle, die noch kein Urlaubsziel haben, kann ich nur sagen, denken Sie dran, auch Deutschland hat schöne Urlaubsorte. In der nächsten Sendung werden wir etwas über die Digitaltechnik bringen. Gemeinschaftsanlagentechnik. Wir werden den Hersteller Technisat zu Gast haben, zeigen auch einen Film von der Hausmesse von Technisat in Thüringen und noch anderes, was dazugehört, News und Quiz und so weiter. Am Schluss einer Sendung kommen jetzt wieder unsere Infotafeln, aber wir dürfen natürlich auch grüßen, denn Grüße sind was ganz Besonderes in jeder Fernsehsendung und ich speziell möchte damit anfangen. Ich grüße nämlich meinen Schatz Sabine, die immer so viel Verständnis dafür hat, dass meine Arbeitszeiten so unmöglich sind. Und in diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.